Oh nein. Ich erinnere mich ganz, ganz gut an dieses Schloss. Und außerdem hasse ich. Ich hasse Mario Bros. 2 Dungeons. Die sind scheiße. Und niemand braucht sie. So, jetzt muss ich da irgendwie vorbei an die. Ja, oh, Leben drüber geschafft. So, jetzt müssen wir einmal hoch. Weil. Deshalb. Komm, das packst du. Dann machen wir jetzt halt hier Brücke bauen, mein Gott. Eigentlich haben wir Hammer. War gut, dass ich den Hammer mitgenommen habe. Vielleicht bringt er uns dann auch glatt gegen den Boss. Wäre ganz nützlich. Wenn es der blöde Frosch ist, dann kriege ich einen Krampf, ehrlich. Weil der ist scheiße. Geh mir nicht auf den Sack. So, mit den Schlüsseln dürfen wir jetzt den ganzen Weg runter. Also ich meine den ganzen Weg runter. Habe ich schon erwähnt, dass wir den ganzen Weg runter dürfen? Also, falls ihr es noch nicht verstanden habt, wir müssen den ganzen Weg runter. Mit Schlüssel. Da hätte man sich auch was bauen können. Oh. Los, nicht reinfallen. Stopp. Stopp. Rap. Pisser. So. Dann können wir einmal. Perfekt. Nehmen wir einmal das Leben mit. Bloß nicht die Vollblume einsammeln, weil die brauchen wir mal gar nicht. Und dann haben wir hier einen Checkpoint. Oh ja. Bossfight. Es ist der Frosch. Okay, mit Hammershut ist der ganz, 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 ganz einfach. Den können wir jetzt endlich in Welt 3. Wow. Warp to Dino Islands. Yay. Echt, die haben sich echt Mühe gegeben, hier Abwechslung zwischen den Warp-Passagen zu geben. Ah, Super Mario World Design. Super Nostalgia World. Hey, die Mario-Köpfe sind hier. Ja, diese Welt steht ganz im Zeichen von Super Mario World, wie es aussieht. Oh, der Biggie, Bullet-Typi. Yoshi! Kannst du Bullet Bills eigentlich? Weiß ich gar nicht. Nee, brauchen wir nicht. Boah, das war knapp. Oh, das ist echt fies. Einfach drüber springen am besten. Ich kann mich an diese Welt mal gar nicht erinnern. Obwohl ich das Spiel, also dieses Szenario schon fast durchgespielt hatte mal. Also nur fast, irgendwann war dann die Festplatte down. Und dann war das gewesen. Also, meine alte Festplatte war, oder hatte eine Lebenszeit von, nein. Gibt's nicht. Meine alte Festplatte, die hat 3 Monate überlebt gehabt. Oh, am Arsch. Euch nicht. Ich brauch keine Hilfe. Pa, pa. Gibt's nicht. Pa. Das wäre, glaub, Selbstmord.
Und hier gibt es dann wohl auch wieder die gelben und blauen und Schalter und so. Boah, ein Glück kann man sich ducken. Och, schade, wieder kein Stern. Ich nehme mal das andere Level. Jumpy Happy Turtle Zone. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. 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 Coole Sache. Das waren mehrere mitgenommen. Es ist nur ein grüner Yoshi. Ah, hätten wir schon mal einen Ersatz-Yoshi, falls der hier verloren geht. Yeah, Äpfel, Äpfel. Oh, wo geht's denn da lang? Yeah. Okay, da ist jetzt roter Schalter aktiviert. Das ist interessant. Ich weiß zwar nicht wofür, aber es ist interessant, weil jetzt kann man da unten lang. Oh, jetzt komme ich auch oben nicht mehr lang. Ja, ja, ja. Wow, du schießt aber richtig scharf. Komm hoch. Haha. So, denn. So macht man das. Holen wir uns nicht unser Safe Point hier. Pam. Ach Mist, den hätte ich behalten können. Der war blau, den hätten wir fliegen können. Oh oh. Wow. Ich ja so eine Stellen nicht mag. Ah, cool gemacht. Also für Super Mario halt. Du, 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 du. Step Attack. Pam. Den schnapp ich mir. Yeah. Fliegen. Dann fliegen, fliegen. Den hätten wir ausspucken müssen. Den hätten wir vielleicht irgendwas gekriegt für ein paar Punkte oder so. Ja, das ist ja... Pornhammer! Also das zwei Level sind total unnütz. Die beide zu gleichen Dings führen. Das hätte man echt nicht lassen können. Na egal, hat man mehr zum Entdecken. Und wir sind in unseren ersten... Metroid Level, cool. The glowing thing above us is the Billy Gun. Owns your grab it, you better hold on tight. Mist. Turn, 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 turn. Ich weiß gar nicht, wie lange die hält. Auf jeden Fall werden wir uns hier mal beeilen. So, tan, 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 tan. Auf jeden Fall werden uns jetzt ganz viele Gegner entgegenkommen. Auch ein paar Metroid-Gegner. Was ich total geil finde. Das ist das Geile an Super Mario Bros. X. Nein! So nicht. Ich hab noch einen Hammer-Suit, ihr Säcke. Pam, 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 pam. Ich find's geil. Ich find's total geil. Obwohl die Metroid-Levels echt, manchmal echt hart sind. Also, da hätten wir noch einen Hammer-Suit, das ist cool. Wenn wir da oben rankommen, ist die Frage. Pam, 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 pam.
Also, da müssten wir... Da kommen wir natürlich dann nicht mehr ran. Nee, da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Da hätte ich die kurz mal aus der Hand legen müssen. Scheiße. Also kommen die Stachelviecher nicht nach oben. Nach unten raus. Fallen nicht von der Decke und so Scheiße. Wow. Pam, 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 pam. Ist sozusagen jetzt das Einführungslevel für die Metroids Level. Weil die, echt, die wären noch richtig schwer. Da fürchte ich mich geradezu vor ein Level, weil ich da ständig verkackt habe. Pam, 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 pam. Bisschen Abstand, nicht zu nah. Kann ich auf die rauf? Tatsächlich. Pam, pam. Warum? Also, zwei Spieler. Verstehe. Es gibt ja noch einen Zwei-Spieler-Mode, wo man ja wirklich auch zu zweit spielt. Nicht immer abwechselnd, sondern immer zur selben Zeit. Pam, 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 pam. So. Besonders mag ich ja nicht die Shield-Guy-Schützen. Pam, 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 pam. So, da müssen wir jetzt aufpassen. Aha, Schwein gehabt. Hat funktioniert. Dö-dö-dö. Metroid LP, nö. Wäre mir zu stressig. Obwohl ich es schon durchgespielt habe, aber... Es war wirklich stressig, das Spiel. Obwohl es Spaß gemacht hat. Metroid war schon geil. Also die ganzen alten Teile. So, wir sind fast draußen. Sind fertig. Gibt es hier zufällig? Nein. Und unser erstes rotes Level in der dritten Welt, Switch Action Zone. Switch Reloaded. Nein. Gibt's nicht. Hammer. Brauche ich nicht. Ach, wenn wir uns jetzt einen Hammer-Suit holen hätten wollen, dann müssten wir jetzt wieder in die Welt 2. Das wäre... Nee, das ist doof. Pam! Aha. Pam, 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 pam. Und somit haben wir einen rosa Yoshi erhalten. Ich habe die mal schnell, den grünen mal schnell geopfert. Oh nein! Verdammt! Ich wollte den haben. So, der rosa Yoshi kann Gemüse spucken. Das sollten wir mal lieber mitnehmen. Irgendwie traue ich den Weg darunter nicht. Ah, ist wahrscheinlich der Geheimweg. Zufällig den Geheimweg entdeckt. Finde ich gut. Mag ich. Dann machen wir gleich den normalen Weg erkunden. Finde ich cool, dass der Ding spuckt. Da hat man immer irgendwie, egal was er ist, er hat immer was zum Schießen bei. Hätte natürlich auch scheiße sein können und so sein können, dass wenn er hier, wisst schon, den Knopf ist, dass er da hier... Mann, dass er den auch zum Gemüse macht. Und warum habe ich den jetzt kaputt gemacht? Scheiße. Und warum hat der gerade einen Panzer gespuckt? Okay, ich glaube, Panzer spuckt der normal eh. Packen wir mal da und...
Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Hört mich mal. Aha. Jetzt müssen wir einmal. Müssen wir schnell sein, wahrscheinlich. Aha. Weiß jetzt nicht, warum da noch so ein Speed-Switch war. Oh oh. Oh oh. Ja, das ist ein Bug. Das ist ein astreiner Bug. Das ist so nicht beabsichtigt, wahrscheinlich. Okay, damit machen wir doch mal Schluss. Ich, ja. Weil... Scheiße. Da muss ich nochmal das Level machen. Das mache ich aber dann offscreen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme dann auch wieder. Ich sag Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Halt.